Und damit moin und herzlich willkommen zu beiden Seiten der Werder TV Inside-Medaille. Ja, was für ein Spiel gegen den Tabellenfünften. Was für ein Spiel gegen die Tabellenfünften. Und was für Tore. Und was für Tore! Tja, was soll man dazu noch sagen? Dass wir in 20 oder 25 oder 15 Minuten, keine Ahnung, das Spiel verloren haben. Und kriegen dann ein Gegentor, was ein Traumtor ist, aber was dich dann nicht komplett aus dem Konzept bringen lassen darf. Und dann werden wir nachlässig und das darf uns einfach nicht sein. Das verstehe ich auch nicht. Diese 16 Minuten bis zur Halbzeit, die waren dann einfach schlecht. Wir sind wild geworden, konfus geworden, kriegen ein Gegentor. Für mich sind beides Gegentore, Slapstick-Tore. Da ein Elfmeter gegen sich zu bekommen, das darf nicht passieren. Und der dritte, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, was soll man dazu noch sagen? Aus meiner Sicht, auch wenn es nachher knapp war, aber es war ein absolut verdienter Sieg. Es war ein toller Sieg. Und die Emotionen, die Leidenschaft, die sie in den beiden Wochen im Training auf den Platz gebracht haben, haben sie heute auch auf den Platz gebracht. Und dann hat man dann zum Ende auch das Glück erzwungen und kein Tor mehr kassiert. Also Hut ab! Jetzt nach dem Abpfiff sind wir natürlich erstmal froh, dass wir jetzt die drei Punkte eingetütet haben. War erste Halbzeit komplett wilde Fahrt von uns, glaube ich. Also finde ich, haben wir echt gut, sind ins Spiel gut reingekommen, haben wir gut gemacht. Zweite Halbzeit war natürlich dann ein bisschen fahrig. Wir haben einfach versucht, alles dagegen zu hauen und alles dagegen aufzustemmen, was wir in unseren Kräften noch mobilisieren konnten. Und dann sind wir jetzt umso mehr happy, dass es geklappt hat. Also ich weiß, für welche Seite dieser Medaille ich mich heute entscheide. Danke. Das ganze Spiel unserer Werder-Frauen könnt ihr hier oben auf YouTube nochmal in voller Länge genießen. Die Highlights gibt es natürlich auf Werder TV und ich kann euch sagen, beides lohnt sich. Was ist denn das Gegenteil von das lohnt sich? Naja, egal. Auch auf der anderen Seite der Medaille gibt es die Highlights bei Werder TV. Wobei sagen wir in dem Fall lieber den Spielbericht, nicht Highlights. Klar. Klar ist aber auch, und das gilt für beide Seiten der Medaille, das Spiel gegen den Tabellenfünften ist, wie es ist. Aber eine Entscheidung für die Saison ist das nicht. Es heißt jetzt vollen Fokus auf das nächste Spiel, sei es Sonntagmittag gegen Sand im Kampf um den Klassenerhalt oder am Mittwoch gegen Mainz. Es wird ein ganz anderes Spiel Mittwoch, da müssen wir uns alle darauf einstellen. Mainz spielt sehr wild, spielt sehr viel auf zweite Bälle, sehr viel Körperlichkeit. Deshalb wird es etwas anderes sein am Mittwoch. Deshalb ist dieses Spiel heute nicht unbedingt ein Gradmesser für Mittwoch. Am Mittwoch super wichtiges Spiel für uns, auch für Mainz. Wir müssen richtig da sein, wir müssen aggressiv 90 Minuten spielen, unser Spiel spielen und einen Heimsieg holen. Und dann sieht die Situation besser aus, aber wir verstehen natürlich unsere Situation, wir müssen sehr scharf sein. Und bis dahin durchatmen und immer an beide Seiten der Medaille denken. Auch Profi-Tipp von mir, länger an die Schöne, das macht es durchaus einfacher. Alle Infos zu beiden Seiten gibt es auf den offiziellen Werder-Kanälen, da könnt ihr reinklicken. Und bis dahin, tschüss.